Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch mal alles erzählen, was jetzt neu mit dem Star Wars Live Event, mit der Star Wars Kooperation reingekommen ist, außerhalb jetzt des Shops. Wenn ihr den heutigen Shop nochmal sehen wollt, könnt ihr natürlich gerne das Daily Shop Video von heute Morgen anschauen. Aber ich würde dann sagen, wir beginnen mit den Map-Änderungen, die dadurch reingekommen sind. Vielleicht habt ihr schon diese ganzen Rauchschwaden erkannt, die jetzt auf der Karte sind. An den Orten, wo man diese Rauchschwaden sehen kann, sind solche TIE-Gleiter aus dem Live-Event abgestürzt und die sind jetzt dort als Loot-Ort. Und bei diesen Orten spawnen dann Sith-Trooper, glaube ich, oder Stormtrooper. Ich weiß gar nicht ganz genau. Auf jeden Fall irgendwelche Star-Wars-Charaktere und die sind im Prinzip wie Bots, das heißt, die spielen, werden aber eben halt, also die können zurückschießen und alles, aber eben halt sind sie nicht von normalen Spielern oder so gespielt. Aber wenn man die dann killt, bekommt man deren Waffen und die haben immer solche Laserkanonen, Lasergewehre mit und die bekommt man dann eben halt dort unten. Seht ihr auch schon den ganzen Trooper, aber man sollte natürlich nicht drauf gehen, wenn man keine Waffe hat, da man sonst eben halt genauso gut sterben kann wie von normalen Spielern. Immerhin machen die ja auch 30 Damage, haben ein unendliches Magazin, schießen aber etwas langsamer als eine Classic AR. Aber sind teilweise schon ganz hilfreich und man kann eben halt wirklich durchgehend schießen, was natürlich die insgesamte Schussrate etwas nach oben hebt. Zusätzlich sind jetzt auch noch Laserschwerter drin. Ich hoffe, dass wir die vielleicht in dieser Runde auch noch finden. Und die kann man eben halt anstelle der blauen, also anstatt dieser Mega-Chests finden. Und sind im Prinzip einfach ein Replacement dafür. Was eigentlich ganz nice ist, dort drin spawnen immer 4 Laserschwerter. Im Prinzip in 4 Farben von 4 Star Wars Charakteren. Lost. Und ansonsten werden natürlich auch in nächster Zeit noch viele weitere Star Wars Skins und Gleiter in den Shop kommen, die teilweise auch schon durch die Achievements geleakt sind, weil man im Prinzip mit jedem Skin, den man im Shop kaufen kann, irgendwelche besonderen Achievements freischalten kann. Haben nichts mit normalen Challenges zu tun, bringen einem eigentlich nichts. Aber da diese eben halt vorhanden sind, wird dadurch Business gespoilert. So, jetzt müssen wir uns erstmal natürlich hier um die Bots kümmern. Aber Bots sind nun mal einfach Bots und die sind komplett kacke. Aber Spieler sind natürlich trotzdem noch. Nein, schade. Ich werde euch jetzt nochmal in eine Gruppenkeile-Runde reingehen, denn dort findet man letztendlich die Lichtschwerter deutlich häufiger und dann kann ich euch die auch nochmal zeigen, in welchen Kisten die genau spawnen. Übrigens auch nochmal so als kleine Information, in Gruppenkeile werdet ihr die Stormtrooper zurzeit nicht finden. Die sind nicht in Gruppenkeilenrunden drin. Ich weiß nicht, wie es mit den Turniermodis aussieht, ob man dort Lichtschwerter bekommt oder vielleicht nur die Guns. Auf jeden Fall zurzeit, was ich weiß, dass man in Solo-Duo-Teams auf jeden Fall alle Waffen bekommt, die jetzt mit Star Wars drin sind. In Gruppenkeile bekommt man nur hat man nur die Chance, Lichtschwerter zu bekommen. Und jetzt auch nochmal zum Thema, was ihr vielleicht verpasst habt, wenn ihr gestern entweder nicht ins Spiel reingekommen seid oder einfach keine Zeit hattet. Eigentlich war es nicht wirklich viel. Letztendlich wurde jetzt auch als Entschädigung dafür, dass eben halt wirklich eine Menge Leute nicht reingekommen sind, dieser Gleiter, den man gratis bekommen sollte, wenn man beim Live-Event mitgemacht hat, bekommt jetzt jeder, der sich, glaube ich, bis Montag oder so einloggt. Ansonsten gab es eigentlich nicht allzu viel zu sehen beim Live-Event. Eine Mini-Sequenz aus dem Film wurde gezeigt. Viel mehr eigentlich nicht, haben noch ein bisschen gequatscht. Und jetzt
sehen wir tatsächlich so eine Laserschwertbox. Sieht relativ cool aus von den Effekten. Und es droppen, glaube ich, immer ein oder es droppen immer Minis raus. Und dann vier verschiedene Lichtschwertsorten. Einmal Lukes Lichtschwert in grün. Dann hier, ich weiß gar nicht, welches Licht, genau, Reys Lichtschwert in blau. Dann Kylo Rens Lichtschwert. Und dann als letztes noch Mace Windus Lichtschwert. Spielen diese Runde mal, würde ich sagen, mit Reys Lichtschwert. Die Attacken des Lichtschwerts sind erstmal grundsätzlich der klassische Angriff. Entweder man schlägt jemand einzeln, dann ist es immer so. Oder man macht so eine Schlagfolge. Die ist dann etwas stärker und natürlich deutlich schneller. Man macht, glaube ich, 45 Schaden, genau. 45 Schaden. Auch unendlich Haltbarkeit. Man kann im Prinzip unendlich schlagen. Allerdings gibt es immer und immer diese Schlagabfolgen. Dazwischen kann man eben halt eigentlich nichts machen. Dann als zweite Fähigkeit noch blocken. Damit kann im Prinzip einfach irgendwelche Schüsse blocken und dann kann man eben halt nur, wenn man Leertaste bzw. Springen drückt, so eine Rolle machen, um auszuweichen. Das sind erst eine grundsätzlichen Funktion des Lichtschwerts. Ist jetzt auch keine allzu krasse Waffe. Ist ganz nice, wenn man sie hat. Ich würde mal sagen, Vergleiche mit einer epischen goldenen, ja, Spaß, Aug und so weiter. Also mit den weiterentwickelten Waffen. Hier kommt auch der nächste irgendwo an. Und er hat ihn mir leider abgestaubt. Aber man muss tatsächlich relativ taktisch spielen. Mit dem Lichtschwert immer eine Mischung aus Blocken und dann wieder Schießen. Ich würde sagen, man hat nicht automatisch gewonnen, wenn man ein Lichtschwert im Nahkampf hat. Aber man hat, wenn man gut spielen kann, tatsächlich schon einen sehr, sehr guten Vorteil dabei auch. Ihr seht, der hatte gerade Schild, ich hatte kein Schild und habe ihn trotzdem bekommen, einfach durch geniales Movement. Ja, der dritte Schlag macht irgendwie 20 Damage. Ich glaube 45, 45, 20, 150 machen die Schläge. Ist schon eine relativ nice Waffe von der Mechanik her. So, das war's damit mit der heutigen Folge Fortnite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.